Hallo ihr Lieben, ich bin Sonny Matzkat-Wader. Ich gebe Tarotkartenkurse, Kipperkartenkurse, mache natürlich auch viele Beratungen. Und ich freue mich immer sehr, wenn Menschen zu mir kommen, die mir eine bewusste Frage stellen. Was empfinde ich unter einer bewussten Frage? Also für mich sind bewusste Fragen, wenn Menschen erkennen, dass sie an ihrem eigenen Schicksal mitarbeiten können, dass sie selber was tun können. Ja? Und eine Frage dazu könnte also zum Beispiel lauten, was kann ich denn dafür tun, dass sich eine Situation verbessert? Eine Situation verbessert im beruflichen Sinn, im partnerschaftlichen Sinn, vielleicht beziehungsmäßig mit anderen Menschen, mit der Oma oder was weiß ich, mit der Tochter, ja, vielleicht sogar auch gesundheitlich, okay? Es geht nur immer darum, was kann ich dafür tun, um eine Situation zu verbessern? Und dafür verwende ich ganz arg gerne die Tarotkarten und am allerliebsten nehme ich da nur die 22 großen Arkana. Arcanum heißt das Geheimnis, gell? Und ich nehme deswegen nur 4 Karten aus den 22 großen Arcana, weil die so punktgenau zeigen, um was es bei dem Problem eigentlich geht und was man tun kann und wohin das führen wird. Die Legung dazu, die heißt das Kreuz, ja, und da geht es immer darum, wir haben einen Ausgangspunkt, also das Thema, darum geht's, ja, dann gibt es ganz knallharten Tipp, das solltest du nicht tun auf Platz 2, das solltest du tun auf Platz 3 und dahin führt es auf Platz 4. Jetzt deuten wir mal diese Legung, ja, also jetzt mal ganz egal, wir gehen einfach ganz grob davon aus, eine Situation soll verbessert werden und jetzt kommen wir auf Platz 1 an das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals, das ist eigentlich die Karte für die Lebensaufgabe schlechthin. Also es geht nicht immer um Lebensaufgaben, aber es geht um Schicksalsaufgaben. Und was sind Schicksalsaufgaben? Schicksalsaufgaben sind Aufgaben, die mir geschickt werden, damit ich Saal werde, damit ich gesund werde. Salus heißt das Wohl, dass ich heil werde. Ja? Also wir haben alle in unserem Leben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Schicksalsaufgaben, die wir angehen sollen. Und oft ist es so, dass wir aber sagen, ach, hab doch keinen Bock, diese Aufgabe anzugehen. Also es sind oft Situationen, die wir schon immer wieder mal durchgespielt haben und die Aufgabe nicht angenommen haben. Es ist nämlich immer unser freier Wille, ob wir unsere Aufgabe annehmen oder nicht. In dem Fall heißt es also, pass mal auf, hier geht es um eine Aufgabe, die kannst du jetzt wirklich lösen. Mach sie, geh sie bitte an. Wenn sie nicht angehst, ja, dann kommt sie halt in verkleideter Form nächstes Jahr wieder oder übernächstes Jahr oder in 5 Jahren. So, jetzt sagen die Karten auch ganz genau, das solltest du nicht tun. Hier haben wir die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin ist normalerweise eine sehr feine, tiefsinnige Karte, die darauf hinweist, dass wir auf unsere innere Stimme hören sollen, die Stimme unserer Intuition und erstmal abwarten sollen. So, jetzt heißt es aber hier, jetzt nicht mehr abwarten und darauf hoffen, dass die Intuition mir sagt, mach das oder mach das oder mach das. Ja, also das ist nicht der Weg. Es ist nicht der Weg jetzt der Geduld und des Entspanntseins und die Situation zu beobachten, sondern ganz im Gegenteil, was sollen wir tun? Hier steht es auf Platz Nummer 3. Auf Platz Nummer 3 steht dort die Liebenden. Die Liebenden bedeutet immer, eine Entscheidung aus vollem Herzen zu treffen. Okay, also die Karten sagen eindeutig, jetzt nicht mehr abwarten, sondern jetzt eine Entscheidung treffen. Und bei dieser Entscheidung, da brauchst du dich jetzt nicht drum zu kümmern, was sagt jetzt der Kopf und was sagt jetzt das Herz, sondern du solltest es aus voller Inbrunst, aus vollem Herzen hinter dir stehen und sagen, ich möchte meine Schicksalsaufgabe so lösen, indem ich das und das aus vollem Herzen tue. Und wohin führt es? Wozu ist es gut? Da kommt dann hier die Karte die Gerechtigkeit. Das könnt ihr es euch schon vorstellen, die Karte Gerechtigkeit. Wir sehen ja hier die Justitia, ja, die also praktisch hier das Schwert in der Hand hat und da die Waage. Und die sorgt eben für einen Ausgleich, für einen irdischen Ausgleich, sodass die Sache wieder gerecht und fair wird. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Lösung, die, wo keiner übervorteilt wird, wo keiner ja, irgendwie veräppelt wird oder zu Schaden kommt, ja, sondern es ist eine faire und gerechte Lösung für alle, wenn ich mal in meine Pötte komme und wirklich sage, jetzt mache ich das aus vollem Herzen. Okay? Wenn ihr Karten legen üben wollt, dann macht es am besten so wie ich, also ihr macht es einfach mal so eine fiktive Legung und legt die Karten so hin, ja? Und dann redet ihr so wie ich, laut sprecht ihr das aus, wie ihr darüber deuten würdet. Und wenn ihr das fertig habt, ja, und jetzt diese Deutung gemacht habt, dann dreht ihr einfach die Karten einmal rum. So, ja? Und jetzt deutet ihr wieder.
Jetzt steht hier, darum geht es. Ja? Jetzt geht es darum, es geht hier darum, dass du um eine gerechte Lösung dich bemühen solltest. Das solltest du nicht tun. Jetzt solltest du eben nicht aus vollem Herzen entscheiden, ja? Sondern das solltest du tun. Du solltest deine Schicksalsaufgabe ganz genau untersuchen und erstmal darauf warten, bis die innere Stimme sagt, jetzt kannst du handeln. Okay, und dann könnt ihr das wieder weiter drehen und wieder weiter drehen und wieder weiter drehen, ja. Und je nachdem, auf welchem Platz die Karten halt liegen, könnt ihr unheimlich gut Karten legen üben und da sehr, sehr, sehr treffsicher anderen Menschen helfen. Natürlich muss man dazu die Karten sehr gut kennen, ja. Also das geht nicht einfach mal so, schlage ich mein Buch auf und kann das dann schon so flüssig reden. Das wäre auch zu einfach, wenn ihr jetzt da seit 30 Jahren Karten legt und jeder andere könnte das auch so einfach mal eben nachmachen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Bitte, wenn ihr da irgendwie das Gefühl habt, ihr könnt es oder es ist eine Gabe von euch, macht da unbedingt weiter. Ihr könnt sehr vielen Menschen damit sehr viel helfen. Vielleicht wollt ihr einfach mal in einen meiner Kurse kommen. Ich würde mich freuen oder euch bei mir beraten lassen. Meldet euch einfach bei mir. Alle Kontaktkarten findet ihr unten. Ich freue mich jetzt über ein Gefällt mir und über ein Abo und bis ganz bald mal wieder.